Earth on its back. Also er trägt die Erde, auf der wir leben, auf seinem Rücken, während er im Wasser schwimmt. Dann darunter ist ein Bulle und unter dem Bullen ist ein Riesen, also ein Rock, also ein ganz großer Stein. Und unter dem Stein ist Staub. Und was unter dem Staub ist, das weiß nur Allah. Und dann wird halt der Name genannt, wie diese Tiere heißen. Das ist wortwörtlich dieses Bild hier. Pass auf, was muslimische Gelehrte lehren über den. Welcher zum Beispiel? Ja, haben wir gerade gesehen. Ibn Kathir, aber auch At-Tabari, Bruder Harut. Ibn Abbas war das, Entschuldigung. Ja, Bruder. Bruder Harut, ich muss dazu hinzufügen, nun, ja, ist das zweite Sache, was Allah erschaffen hat nach dem Stift. Zuerst war ja Al-Qalam, Stift, und das Genau. zweite war nun. Genau. Das steht in Sure 18, Vers 87, ne? Oder war das 1987, dass nun auch ein Wal ist, ne? Ja, Mit der Geschichte von Jona, ne? ja, genau. Ich glaube, das war das, er war. Ich schau mal kurz, bis du das erklärt hast, kurz, ja? Ja. Guck mal, One Umma. Das ist genau das, außer hier, das ist falsch. Das heißt, hier müsste eigentlich stehen sieben Himmel. Hier müsste Erde stehen, das unterste. Aber es wird halt so gesagt, es müsste hier sieben Himmel stehen, weil du weißt ja, im Islam gibt es sieben Himmel. Und darunter müsste dann die Das sind Erde meine sein. Missverständnisse, ob es 8 oder 7 sind. Es sind also laut Islam sind Nein, aber es gibt dem. noch andere Meinung, dass es in dass es auch 8 geben könnte zur Info. Ach so. Ja, Gibt sieben Stufen des Islam. auf jeden Fall ist das der islamische Kosmos, mein Lieber, wortwörtlich. Das haben die Schriftgelehrten Ibn Kathir, eben haben wir Ibn Abbas gelesen. At-Tabari sagt das, Jalalain sagt das. Wen gibt's noch? Maududi. Ja. Das ist genau das, was wir gerade vorgelesen haben. Die Erde wird getragen von diesem Nun. Ja, von diesem Wal. Und Wal bedeutet auf Arabisch Hut. Er schwimmt im Wasser, stand da drin. Dann darunter ist ein Stier, also ein Bulle, der auf einem Rock steht, auf einem Stein. Darunter ist Sand. Und was hier unter dem Sand ist, das weiß nur Allah. Was ist daran so schlimm? Okay. Sollen wir uns mal ein Video anschauen vom Weltall? Und du sagst mir dann, wo dieser Wal ist? Also, du kommst auf diesen Punkt. Hier zum Beispiel. Warte, Also, ich schreibe ist mal. alleine, das ist alles unauthentisch. Ja, natürlich. Ibn Abbas, der größte Gelehrte, ist unauthentisch. Ibn Kathir ist auch Nein, aber die unauthentisch. Quelle ist unauthentisch, sag Ja, ich. das muss, mein Lieber, das würde ich auch sagen. Warte, aber kannst du mir kurz die Quelle sagen, damit ich es mal kurz überprüfe für mich selber, Natürlich, ob die natürlich. Wir gehen authentisch das. ist oder nicht? Machen Bruder, wir. wenn du das sagst, dann sagst du, dass Allah auch unauthentisch ist. Nur so, by the way. Hä? Ihr meint doch gerade selber, dass das Alif Lamin verschiedene Meinungen hat, was bedeuten könnte. Ja, aber guck mal. Wir werden das gleich forschen, wie viele Warte, hier, Gelehrte das sag sagen. mir, dass das Schia-Tafsir. Nein, nein. Ibn Abbas ist Schia. Das wäre Ibn Oder Abbas. wirklich? Weißt du, wer Ibn Abbas ist? Weißt du, wer Ibn Abbas ist? Und Oma? Ibn Bruder, Abbas, ja, also. Der weiß Wer ist das, Ibn Abbas? 100%. Ja. Wer ist Ibn Abbas? Sag mal. Ein Ein großes islamischer Gelehrte. Ja, und das ist der Verwandte von Mohammed, oder? Cousin, oder? Ja. Nein, hä? Doch, doch, doch. Google Wirklich? mal. Frag mal. Natürlich. Wusste ich nicht. Glaubst du an Tabari? Was ist das? Guck mal jetzt. Wir Weiß machen ich, ob jetzt. Tabari ist? Guck mal jetzt, Tabari.
Bruder Judy, jetzt müsstest du für uns vorlesen, weil natürlich können wir das nicht lesen. Ich kann dir nur sagen. Aber nicht, dass er so eine falsche Übersetzung vorliest für mich. Warte, der West sagt, Isnad überliefert alles unauthentisch. Alle? Die Überlieferung ist anscheinend unauthentisch. Also er will sagen, dass alles unauthentisch ist sozusagen. Ne, guck mal hier. Von Tabari, von Ibn Kathir, von Qurtubi, Warawi, von Ibn Nein, aber Abbas. sag mir mal die Quelle dazu, dass man das mit dem Ball von Abbas. Von Ibn Abbas, was wir auf Englisch, ja, können wir gerne machen. Weil es sagen Hier. gerade sehr viele Leute in den Kommentaren, dass es unauthentisch ist. Ja, müssen die doch sagen, aber damit sagen sie, dass Ibn Abbas, ja, daif Nein, nicht ist. er, sondern die Überlieferung selber ist unauthentisch. Ja, Bruder, wenn die, derjenige, der das unten schreibt, ist ein Tastatur-Rambo. In Saudi-Arabien oder in Jemen oder in Oman oder in Katar oder in Kuwait, würde er das niemals sagen. Und wenn Ibn Abbas vor ihm stehen würde, würde er 100 Jahre nicht reden. Weißt du, wer das Was ist? das okay, für eine Aussage, jetzt kann er trotzdem eine unauthentische Überlieferung sein. Also was euch passt, passt Das das und eine das war ist jetzt von authentisch Marwan und das, was ich nicht viele passt, ist geführt. unauthentisch, ja? Das war Was jetzt nicht einfach passt, nur geht's von alles Marwan auseinander. viele Wir so sind viel, ja dass noch. er das niemals vor Ibn Abbas sagen würde. Das war einfach für mich darum. Guck mal, kein Problem. Sagen wir mal, wir Bruder schmeißen Howard, Ibn Abbas Howard. in den. Wir schmeißen, Bruder ja, Howard. Bruder. Sura 21. Ah, okay. Wegen dem Fisch, Vers ne? Wegen dem Ja, Aal. Sura 21, Vers 87. Ja, machen wir das vorher, damit wir genau einen Anhaltspunkt haben. 21, 87 Ja, lesen wir bitte. von dem Wal, wo Jona in seinem Magen war, richtig? Genau. Dann kannst du auch sehen, was nun ist. So, pass Sanu, auf. was Sanu, Anun. Zweite Wort auf Arabisch. Siehst du das hier? Am besten lies mal vor, Bruder, Ja. damit auch jeder weiß, dass damit gemeint ist und auch dem Mann mit dem Fisch. Und auch mit dem Mann mit dem Fisch. Soll ihn sein Gelehrter vorlesen. Ich habe gerade keinen Bock. Er will das irgendwie sowieso nicht verstehen, habe ich das Gefühl. Sein Kopf ist Kein total Problem. beschlossen. Er konzentriert sich mehr auf die Leute, was sie in Kommentare schreiben, als Ja, hier ich zuzuhören. weiß. Ich weiß. Ich kann Darf auch ich jetzt? ausmachen, aber kein Problem. Wir können alle Kommentare beantworten. Guck mal hier, siehst du hier Al-Nun? Nun, ob ich das sehe, Ja. ich weiß nicht mal, was das genau heißt, weil ich mich mit arabischer Sprache gar nicht auskenne zum Er zehnten will, Mal. guck mal, wir hätten vorhin ein anderes Sura, da war diese Buchstabe N, ja, und es wird an Nun gesprochen, ausgesprochen, Nun, an Nun. Wir wollen wissen jetzt, was dieser Nun ist. Er hat hier vorhin Dings hier von ein paar Gelehrten, die deren Bitte auf, Tafsir was, hä? gegeben. Guck mal, er hat hier von ein paar Gelehrten deren Tafsir gezeigt, was Nun bedeutet. Da steht, dass es ein Wal ist, ja. Und auf diese Wal, sein Rücken, wurde die Erde aufgebaut. Okay, und dann sagst du, Guck mal ja, hier, kann nichts hier sagen, kann schreiben nichts Leute. sagen, solange ich nicht weiß, ob die Überlieferung authentisch oder unauthentisch ist, Guck solange mal ich hier. selber nicht gelesen habe Aber wir oder zeigen dir mich selber gerade aus dem darüber nicht Koran. informiert habe. Guck Erzähl mal, dir wir. gerade aus dem Koran jetzt, komm. Genau. Guck mal, die deutsche Übersetzung, sie steht Fisch. Aber das ist falsch, weil ein Wal ist ja kein Fisch. Ein Wal ist ja ein Säugetier, richtig? Hier im Englischen wurde das besser übersetzt. And remember when the man of the whale stormed off from his city in a rage. Siehst du das? Ja. Hier wird von diesem Wal berichtet. Sein Name ist Nun. Ja? Und das wird auch da in dem, sagen wir mal, wir schmeißen Ibn Abbas vom Bord. Okay, der Cousin von Mohammed, der größte Gelehrte, wo im Hadith von Musnad Ahmad geschrieben steht, dass Mohammed für ihn gebetet hat, zu Allah gebetet hat. Das zeigen wir dir auch nochmal. Hier. Mach dir am besten ein Screenshot. Ahmad 2874 ist ein Sahih Hadith. Ja, und es steht geschrieben, dass Ibn Abbas sagte: Rasul Allah, Frieden und Segen auf ihm, legte seine Hand auf meine Schulter, also von Ibn Abbas, und sagte: O Allah,
Gib ihm Verständnis in seiner Religion und lehre ihm die Interpretation des Korans. Was dieser Internet-Rambo hier unten die ganze Zeit schreibt, weißt du, was der damit meint? Dass es unauthentisch ist? Dass Allah das Gebet von Mohammed nicht gehört hat, erhört hat. Ja, Weil was er ist für kann eine den. Aussage? Guck mal, er sagt damit, dass er die Interpretation nicht bringen kann. Das heißt, Mohammed hat das Gebet von. Allah hat das Gebet von Mohammed nicht erhört. Und kein Hä? Problem. Ja, sagen wir mal, die Quelle ist unauthentisch und wir schmeißen ihn von Bord. Kein Problem. Wir gehen mit. Wir gehen Die mit. Wir gehen Überlieferung mit. ist unauthentisch. Ja, genau. Die Quelle an sich, die Überlieferung, ja. Die Überlieferung der Quellen, ja. Weiß ja nicht, ich habe mich damit ja nicht auseinandergesetzt. Pass Zum auf. 12. Mal jetzt. Kein Problem. Deswegen, du musst ja selber die Forschung Dann für machen. dich authentisch, frage ich mich. Nö. Nö, ich bin immer noch ein Jahil. Ja. Deswegen, du musst ja selber forschen. Das ist ja auch dein Recht. Hier wird dann von diesem Nun gesprochen, den wir gerade in Sure 21, Vers 87, von diesem Wal, der wird hier genannt. Und das ist in dem Sinne kein verborgenes Wissen mehr, weil die Gelehrten haben darüber geschrieben. Und das tun wir mal Ibn Abbas weg. Und wo Ja. haben die das geschrieben? Warte. Und Oma, bist du mit deinem Kopf wirklich dabei? Ja, er ist dabei. Okay. Hoffentlich. Guck mal, sagen wir mal, das ist falsch, was wir eben gesagt haben. Ibn Abbas. Kein Problem, ist falsch, ist unauthentisch. Dann lesen wir von Ibn Kassir vor. Weißt du, was die zu Ibn Kassir sagen? Was? Hierzu nun. Die sagen, dass das ein jüdischer. Dass das jüdische Schriften sind. Also ein Jude hat diese Erklärung geschrieben und das ist in dem Tafsir gelandet, wo ich mich frage, was hat denn ein Jude im Tafsir zu suchen? Auch kein Problem. Dann nehmen wir Steht Tabari. das da genau? Weil ich kann das ja nicht lesen, die arabische Schrift. Bei Tirmizi steht da, dass die Israeliten das wohl hier erklärt haben, dass es von Israeliten kommt. Ja, wo man sich dann fragt, Das was hat jüdische Schrift, man hasst ja Juden sozusagen, was hat das da drin zu suchen bei Ibn Kassir? Was hat das da zu suchen? statt sich bei denen zu bedanken, dass sie sich die Mühe gegeben haben. Okay, alles klar. Kein Problem, wir nehmen dann Antonio. Tabari. Wir nehmen dann Tabari, aber da steht das auch. Alle decken sich. Guck mal hier, das ist der Wal. Al-Hut. Hier ist die Erklärung, ich kann es leider nicht lesen. Aber Hut? Judy, was heißt Hut? Weil Hut ist ein Wal. Hut ist wo? Genau. Ein Wal. Das können wir Aber hat wenigstens das beweisen. mehrere Bedeutungen, das Wort? Nein, guck jetzt. Damit wir nicht sagen, dass wir auf einer jüdischen Seite waren. Nein, aber schreib mal noch, was für eine Bedeutung Hut hat. Wahl. Ja, habe ich doch. Wahl. Warte, ich Welche? schreibe gerade eine. Isnad überliefer, ist alles unauthentisch. Ja, alles. Was Der sagt er ganze dazu? Koran ist. Guck mal, dieser, Der die, ganze der, Koran? der, ja, der verfolgt meinen Stream schon seit Wochen, dieser Typ. Alles, was er sagen kann, ist unauthentisch, ist unauthentisch, ist unauthentisch. Mohammed ist unauthentisch, Ibn Abbas ist unauthentisch, Ibn Kassir ist unauthentisch. Alles ist Warte. unauthentisch. Alles. Der kann nichts anderes schreiben. Er ist nur hier in meinem Stream, um zu sagen, dass wir alles, was wir zeigen, unauthentisch ist. Er schwebt sozusagen, guck mal, wir haben gesagt, was Hut bedeutet, richtig? Gottes Segen, Abu Khanjal, mein Lieber. Der Herr Jesus Christus segne Gott, dich. Gott, Gottes Segen, Brüder, ihr macht es sehr, sehr gut. Sehr, sehr Gottes gut. Segen. Du Dreck, Abu Wahl. Lesen wir mal Arabisch dikt, damit wir nicht sagen, das ist jüdische Seite. Ah. Hut, Wahl. Okay. Ja.
So ist das. Somit schließt sich daraus, dass nicht nur Ibn Abbas diese Geschichte erklärt, sondern alle Gelehrten. Und er sagt immer noch, das Alle. ist unauthentisch. Kein Problem, dann schmeißen wir Ibn Abbas weg. Aber wir haben immer noch Genau. Tabari, wir haben noch immer noch Bruder Hamoud, Jalalain. Ja, bitte, Bruder. sag mal so, die ganzen Gelehrten, die lügen, die sind unauthentisch. Hier, diese Sura im Koran, erklärt doch, was an nun ist. Werde mich Ja, auf jeden Bruder. Fall mehr darüber informieren. Mach Mir ist das. auf Ich habe jeden mehr Fall als auseinandersetzen. genug. Das, ich meine, dieser Ibn Abbas ist auf jeden Fall Ibn Judas. Auf jeden Fall Ibn Judas. Wan Oma, kannst du noch mal, du wolltest sagen, du wirst dich informieren, ne? Okay, das ist sehr gut. Genau. Weil ich Ja. kann dann nicht über was diskutieren, worüber ich keine Ahnung habe jetzt. Richtig. Nein, nein, Weil es wir machen. kann sein, dass ich im Recht bin, aber weil ich nicht antworten kann, weil ich kein Wissen darüber habe. Deswegen gute Diskussion von Anfang aus keinen Sinn machen. Perfekt, perfekt. Genauso soll man auch immer Genau. selbst forschen. Das war ein sehr angenehmes Gespräch, definitiv. Danke dir, dass du hier warst. Was sagen? Aber soll ich was dazu Lernen über sagen? deine Religion. Ich finde, ganz kurz, Jungs, ich finde, manchmal ist es besser, weniger zu sagen Tschüss. als mehr. Gottes Segen. Ciao, ciao. Ja, das stimmt. Bruder, ich wünsche euch Gottes Segen. Ich werde auch offline gehen. Okay, Chef. Gottes Ich Segen. Bis wünsche euch später. gute Nacht. Gute Nacht, ja. Gute Nacht, Gute mein Nacht, Lieber. Bruder. Also, mach's gut. Abu Dreck, Abu Dreck. Schlaf schön. Also, ciao, ciao. Na, schlaf schön. Schlaf schön, schlaf Bruder, Gottes Segen, schön. Abu Dreck. Dieser Junge Lass mich einmalig, mein ausreden lieber jetzt. Bruder. Also, ciao. Aber Ciao, kann sein, Bruder. Bruder, ist das nur gut. Käfig. Ich wollte nur sagen, was ich gut jetzt fand bei diesen On-Umma. Manchmal, Bruder, ist es, finde ich, viel erwachsener, ja, wenn jemand sagt, ich weiß es nicht, anstatt Blödsinn zu antworten, einfach Richtig. ruhiger zuzuhören und zu sagen, ich informiere mich, ja, und danach sage ich was dazu. Das sind sehr, sehr wenige, wo so Richtig. reden. Sehr, sehr wenige. Also wahrscheinlich jung, aber für mich persönlich, sogar wenn jemand jung ist und so antwortet, zeigt das für mich mehr Größe als jemand, der älter ist, ja, wie so ein verrückter Ja. Choleriker, der nur rumschreit und denkt, er hat recht, er will es nicht lernen. Verstehst du? So einer wie der, So wie das heißt ja Tito, nicht, dass meinst er du? Christ wird oder sowas. Wie bitte? So wie Tito, ne? Auf der Baustelle. Genau, wie, zum Beispiel wie Tito, genau, der Baustell. Genau, der ist ja komplett durch im Kopf. Deswegen habe ich ja geschrien, jetzt fängt der wieder mit dem Bild an. Bruder, ich kann nicht ernst sein, wenn ich das sehe. Asiatischer Dings Mund. Kommst Judy. du jetzt mit Saiyajin, Bruder? Kommst du jetzt noch mit Saiyajin? Hast du Bruder, das nicht noch auch? mal, ja nicht. Judy, Bruder, was sagst du dazu? Hässlich auf jeden Fall. Bruder, zeigen wir noch von Dragon Ball noch. Hast du noch die Seite neben dran? Die hast du doch gespeichert, glaube ich, gell? Die Bruder, nebeneinander das hast du ist doch. so, Bruder, das ist so krass. Ich bin gerade gechillt, ja, wenn jemand nicht. Okay, wir machen so. Genau, wir machen so. Wenn Oh, sie dich Bruder Harold. total auf die Ja, Palme Bruder. bringen, kommen wir mit dem anderen Bild. Wir hatten unser Thema waren ein, zwei, drei Tage, hat glaube war das nur. Da ging es Ja. nur um Frauen im Islam, ne? Ja. Da gibt es noch einige Sachen, die wir gar nicht erwähnt haben, aber ich weiß nicht, ob das heute dein Thema ist oder nicht. Ich will das jetzt nicht. Bruder, wenn du eine Quelle hast, können wir gerne Was, lesen. Bruder, genau? Guck mal, zum Beispiel, ne, im Er brennt, Koran, Bruder, er brennt. Abu Khanjar, wie geht's dir, mein Lieber? Alles gut erstmal? Bruder, sehr, sehr, sehr gut, Bruder. Dankeschön für die Nachfrage. Wie geht's dir? Alles gut, danke schon, mein Lieber, danke dir. Freut mich, dass du hier bist, Bruder. Danke schon, Bruder. Die Sache ist so, wir wissen laut Koran, wenn einer klaut, was für eine Strafe ein Dieb bekommt. Wir wissen auch, wenn zwei Menschen Zina begehen, eine uneheliche Ehe, was für Strafe die beiden haben, ne? Ja. Und Zina begeht man, ne, wenn beide mit Wille von Mann und Frau beide gleichzeitig, ne, wenn die es beide wollen. Ohne islamisch verheiratet zu sein, da wir wissen, was die Strafe laut Koran ist. Aber was wir bis heute nicht wissen, was ist die Strafe eines Vergewaltiger im Koran?
Müsste wahrscheinlich irgendwo in einer Fatwa stehen, richtig? Ich würde jetzt auch sagen, ich glaube, Fatwa dann wahrscheinlich. Oder gibt es keine Strafe sozusagen? Ich möchte, ne, ich frage, ich, vielleicht gibt es jemanden, der hochkommt und dir sagt, die Strafe eines Vergewaltigers laut Koran ist das, das, das. Ich würde mich freuen, wenn er mich Weil ich von mir diesen ehrlich gesagt Gedanken, das nicht begreife. wenn er mich von diesen Gedanken befreit, von meinen Fragen befreit, die ich im Kopf habe. Weil, Bruder, ich bin ehrlich, mit Ja? Vergewaltiger, ich bin auch nicht sicher, ich bin mir auch nicht sicher, aber ich habe irgendwas im Hinterkopf. Ich glaube, es gibt einen Hadith, aber, boah, Oder weil wir ich habe reden vom das Koran. irgendwie. Wir reden. Nein, nein, die Ach so, Hadithe vom sind alle Koran meinst unauthentisch. du? Ja, die Hadithe sind alle unauthentisch. Hat doch Ach hier der so, Bruder Umar gesagt. ah. Und Umar gesagt, das sagen sehr viele. Was? Ach, Hadithe sind scheiße. Ach, Ach, da das sind so viele stimmt. Fehler. Stimmt. Ich rede nur vom Koran. Ich halte mich von Hadithen viel fern. Okay, ah, Bruder, tut mir leid. Also vom Koran selber, interessant. Also, dass Allah zu Mohammed direkt gesprochen hat, habe ich bis jetzt keine Antwort bekommen. Wer Ganz, ganz Jibrail im kurz, Koran. ganz kurz. Abu Anas, wenn du ihn noch einmal Teufelsanbeter nennst, ja, dann bist du hier weg. Wenn du noch einmal eine Beleidigung machst, du Lass Kafir. ihn, lass ihn, Bruder. Lass ihn. Nein, Lass Bruder, ihn, ein lass bisschen ihn. Respekt hier im Stream, ein bisschen Respekt, Bruder. Ist bei mir auch sehr Alles wichtig. gut, alles gut. Ach, Abu Khanjar, ich musste dich in den letzten 2 Tagen auch ein bisschen vor anderen Leuten verteidigen, mein Lieber, muss ich ehrlich zugeben, Warum? ja? Sauer, sauer. Haben die Sachen gesagt, oder wie? Heute ist einer bei Wieder Locker live gekommen, meinte, ja, wegen Sure 8, Vers 65, 66 habe ich Abu Khanjar widerlegt und dies, das und Ich widerlegt. ja, ich sag's so, wann hast du mit Abu Khanja überhaupt über diese Ich. Themen geredet? Hä? Das sind Ich. Wie? Lügner. Weiß doch man, die kommen hoch, die lügen, drehen die Sachen um und rennen weg. Guck mal, was für Lügen die erzählen, ne? Ich habe noch nie, ey, so krass, diese Menschen, ehrlich, krass. Ja. Ja. Wahnsinn, Bruder, was die alles erzählen. Warum? Die wollen sich nur verteidigen, indem sie. Hier schreibt doch voll oft einen Kommentar, der hat dich doch zerstört. Ich glaube, der hat dich zerstört. Hä? Jetzt bei euch auch so, dass ihr immer jemanden habt, der euch verfolgt? Ja, bei mir gibt es Ich auch habe solche, einen, aber der Bruder, heißt zum Abu Glück. Hunter. Ich habe einen, der heißt Abu Hunter. Er hat ungelogen locker 16 Stunden mich verfolgt. Immer wenn ich online war, irgendwo live So, gegangen bin, er ist direkt soll ich dir eingegangen. sagen, soll ich dir auch sagen, warum, Bruder? Das ist dieser böse Geist, den sie in sich haben, dieser böse Geist. Die wollen quasi ihr Frust, ihre Probleme, die sie privat wahrscheinlich haben, ja, mit sich selbst, ja, die haben da irgendein Problem psychisch. Und werden dann irgendwie plötzlich zu Stalker. Warum? Weil die sehen dich, Judy, denken sich so, oh, ich lasse jetzt meinen Frust bei dem raus, ich stalk ihn. Das ist Psycho. Das ist jemanden, Bruder, versuchen, irgendwie psychisch zu erniedrigen. Ja? Zu erniedrigen. Die versuchen sich psychisch zu erniedrigen, indem sie sich stalken. Das ist das Problem. Guck, hier schreibt er, da ist der, guck mal, Albaner Hick, der schreibt, Abu Hanja, du hast bei Islamverstand mit Hadith auch gelogen. Wann habe ich denn mit Islamverstand überhaupt geredet, du Kafir? Wann habe ich überhaupt mit dir überhaupt debattiert oder sonst irgendwas? Die erfinden Sachen, Bruder. Dieser Tauhid hat erzählt, hier im Clubhaus, wie heißt es, TikTok, erzählt darum, ich hätte mit ihm in Clubhaus damals debattiert und ich kenne ihn gar nicht. Wisst ihr, was das Problem ist? Ich kenne ihn gar nicht. Ich habe noch nie mit ihm debattiert, ich kenne ihn nicht mal. Jetzt stell dir mal vor, was für Lügen die erzählen, Judy. Ich weiß, also ich kenne die nicht anders, Bruder. Du darfst nicht vergessen, ich bin mit denen aufgewachsen. Ich Sabce, komme aus Syrien. Sabce, guck mal, Sabce, komm mal kurz hoch. Komm mal kurz hoch, Sabce, und dann reden wir miteinander. Ja? Weil du hast auch irgendein Problem. Komm mal hoch. Wir reden mal Bruder, über deinen Glauben, ja, Sabce. ich wollte auch sagen, das ist der Nummer 2, ne? Der Abu Sabce ist Hanta ganz und schlimm. Sabce. Ja, die Ja. zwei. Aber Sabce ist ein ganz höflicher, muss ich ehrlich sagen, ne? Nee, der hat mich wieder beleidigt, Bruder, gestern. Einfach so, weil ich mit ihm ganz normal über Islam gesprochen habe, weil er hat mit Geschwister gesprochen, ne? Und dann Okay. wurde halt sehr, sehr persönlich, da kam ich hoch. Ich bin nur sachlich geblieben. Es wurde sogar aufgenommen. Ne? Der hat mich die ganze Zeit beleidigt. Die ganze Zeit. Nur Oh mein beleidigt. Gott. Da habe ich auch Ich hab gesagt, ja einen Haru. König. Traurig. Herr Bruder? Okay. Haru, du was? Ich Ahut, zeig Ahut, jetzt komm mal. wieder mit. Ja, komm. So, er hat wahrscheinlich die Nase morgens früh nicht sauber gemacht, weil Shaitan war noch drinnen in der Nase. Schau mal hier. Jetzt guckt euch mal das an, wie ekelhaft sieht das aus. Bruder, das hat mit Sauberkeit nichts zu tun. Also an alle Muslime und sagen, die sind sauber. Guck mal, das hat mit Sauberkeit nichts zu tun. Das ist einfach nur. Was ist das, Bruder? Was soll das sein? Das machen Tiere. Aber Da wann ist noch der ein Shaitan Auge eigentlich rein. draußen? Warte, jetzt, ne? Jetzt, das war. Warte.
Guck mal, wie das aussieht, Bruder. Was ist das für ein Verhalten? Da ist er. Ah, ich habe ihn gefunden. Richtig. Stimmt. Hier ist Shaitan. Er ist jetzt... Guck mal, seine schönen Tattoos, Bruder. Der hat schöne Tattoos, ne? Er fliegt jetzt hier lang, der Shaitan. Am Tattoo vorbei, hier. Warum hat er ein Like von mir? Also er fliegt hier lang. Hier lang. Ich hab's gesehen, Bruder. Krass. Warte, Der Shaitan ist erstmal an seine Kette vorbei, an seine Tattoos weiter und weg. Ja. Krass. Shaitan ist jetzt endlich raus. Aber morgen kommt er wieder rein. Dieser Sabche will doch hoch. Aber kann ja. Ich glaube, er will mit dir diskutieren. Hol mal Sabche hoch. Oder der Sabche will hoch. Hol ihn mal hoch. Ah, genau, da ist er. Ah, da ist er doch, da ist er doch. Assalamu alaikum, Sabche, Sabche. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Alaikum. Gut, Gottes Segen. Im Riese sei der Herr, uns geht's gut. Halleluja. Möge Allah euch recht leiten. Allah kann uns aber nicht leiten. Er kann uns nicht recht leiten. Egal. Ich möchte auch gar nicht mit euch streiten. Und Abu Khanjar, falls ich beleidigt habe, tut mir leid, das war mein neuer Kosename für dich. Das war nicht böse gemeint. Echt, was war denn dein Kosename? Also, wie war denn mein Kosename für dich? Wie war denn? Kannst du es hier laut sagen, damit alle Leute hören? Guck mal, der lacht die ganze Zeit. Na egal, lassen wir es sein. Sabce, kannst du kurz den Leuten kurz sagen, wie mein Kosename ist? Nee, sage ich jetzt nicht. Weil er das war nicht witzig. Erzähl doch ganz kurz. Ich fand das nicht witzig. Wie ist denn jetzt mein Kosename? Erzähl mal. Sage ich jetzt nicht, ja. Ich wollte nur eins um euch... Ja, dann erzähl doch ganz kurz. Du lachst ja so künstlich die ganze Zeit. Kannst du mal erklären? Nein, das ist mein Lachen. Sorry, das ist mein Lachen. Ich kann nichts dafür. Also, guck mal, ich möchte euch nur um eins bitten. Kein Problem, aber kannst du aufhören, so künstlich zu lachen? Erzähl mal, wie ist mein Kosename? Wie ist denn mein Kosename? Das ist wirklich ein... Guck mal, der hört gar nicht mehr auf. Eine Antwort überlegen. Nein, Bruder, der lacht nicht. Das ist künstlich. Er will einen auf künstlich so ein bisschen lachen, damit... Überspielen. Das habe ich echt. Erzähl mal, was ist mein Kosename? Genau, überspielen, genau. Ich überspiele gar nichts. Das Ding, du kamst rein, hast gleich angefangen rumzubringen. Das ist auch nicht so höflich. Ne? Also, guck mal, ich möchte euch nur um eins bitten. Anstatt dass ihr euch die ganze Zeit versucht, irgendwelche Beweise rauszusuchen, wie schlimm der Islam ist und so weiter, kümmert euch doch um euer Christentum. Ich meine, es ist doch schön, wenn ihr jetzt Ex-Muslime seid. Okay, sagst du, dann können wir ja mal, wenn du willst, wir können ja ein Thema zusammen jetzt aufmachen. Guck mal, wenn du schon hier bist, können wir ein Thema aufmachen. Du kannst sagen, ob es stimmt oder nicht. Weil das Problem ist, müssen wir nicht. Jeder Muslim, ja, sagt doch immer, wir haben die Wahrheit. Dann zeig uns deine Wahrheit, vielleicht kannst du uns ja überzeugen. Dann das erzähl Problem mal ist, über um deine wirklich die Wahrheit. Wir zu haben finden. Fragen, weil wir wollen an die Wahrheit. Um wirklich die Wahrheit finden zu wollen, muss auch dein Herz offen sein dafür. Mein Herz ist offen, unser Herz, dein Herz ist offen. Nicht offen. Dann nein, Sabce, das merkt erklär man schon. Mir bitte, guck mal, erklär mir über die Wahrheit. Wir wollen die Wahrheit verstehen. Die Wahrheit ist, wollen dass, sie es annehmen. Gibt, dass es keinen Gott gibt, außer den einen Gott. Und der Prophet Mohammed ist sein letzter Gesandter. Und der Islam war mit Adam. Ja. Ne? Und endete mit dem Propheten Mohammed, mit seiner Friede und Segen. Sei. Jesus, Moses und alle anderen waren Gesandten des Propheten Mohammed, mit seiner Friede und Segen. Also waren Gesandten von Allah. Also ich habe erstmal ein paar Fragen. Nicht, dass du mir Geschichten erzählst, sondern ich habe ein paar Fragen. Du sollst mal die ich hätte auch ein paar Fragen. Fragen erzählt eure Fragen. Antwortest du dann auch wirklich auf alles? Also wenn jetzt. So gut ich kann. Ich bin kein Gelehrter, so gut ich kann. Mensch, okay. Spiel mich auch nicht auf. Ich bin kein Gelehrter, ich bin ein normaler Mensch, ein normaler Muslim, der sein Bestes tut. Mhm. Ne? Okay. Erzähl. Bruder Harut, hörst du mich? Ja, klar. Okay, fang du mal mit dem ersten Thema an. Ich komme gleich, hol kurz meine Quellen, Bruder, und dann fange ich an. Warte. Okay, und zwar, Sanjo, du hast ja gesagt, dass... Bewaffnen. Nein. Ganz normale Fragen nur. Du hast ja gerade die Schada gesagt, sozusagen, La ilaha illallah, genau. Muhammad Rasulallah. Genau. Ja.
Ich möchte von dir wissen, wer ist Allah? Allah ist der eine Gott, der Unteilbare, der Unabhängige. Und Ja, nicht aber der du hast es. Herrgott. Ja, Weil du es hast. uns, guck mal. Nee, nicht die Was? Attribute, nicht die Attribute, nicht was sein Job ist. Guck mal. Was ist Allahs Wesen? Wer ist Allah? Ich will wissen, wer ist Allah? Allah ähnelt, auf dieser Welt ähnelt nichts Allah von Äußerlichen. Nur die Eigenschaften Allahs ähneln uns nur anhand der Namen, nicht mehr und nicht weniger. Wenn Ja, wir aber das sagen, Allah ist beantwortet das immer noch nicht Licht, die Frage, wer Allah ist. Wer ist ja, weil Allah? wir Du uns hast das nicht gesagt, er vorstellen ähnelt können. niemandem, die Leute Genau. sollen ihn anbeten, er wurde nicht Genau. gezeugt, hat nicht gezeugt. Genau. Ja, wir wissen Genau. das, aber wer ist er? Er ist der Gott, er ist Gott, er ist der Himmel, Gott der Himmel und der Erden, des Universums, der sagt, sei und es ist. Ja, und was Der ist aber sein Ursache Wesen? aller Ursachen. Aber was ist Sein sein Wesen können wir Wesen? uns, sein Wesen können wir uns nicht vorstellen. Genauso wie wir Ah. nicht alles hören können. Okay. Ne? Zum Beispiel die Hundepfeife können wir Menschen nicht hören. Wir können auch nicht alles sehen mit unserem bloßen Auge. Ja. So kann auch unser Verstand nicht alles begreifen. Und so Wie, warte sagt mal, auch Allahs Wesen. jetzt, aber ich will nur eine kurze Sache. Er ist Klar. alles, unser Verstand kann nichts begreifen. Wie könnt ihr denn, er könnte nicht als Mensch auf diese Erde kommen? Er kann alles sein, er ist alles Er sehen, aber kann das alles sein, kann er ja. nicht. Na, Ja, was aber das könnte kann er er, wenn nicht. er wollte? Natürlich, aber hat er nicht gemacht. Weil die Ach so, Propheten eine woher willst du das spezielle denn wissen? Aufgabe haben. Weil es Allah. Ach Ne? so, Aber weil guck das mal, gesagt haben, die Propheten. Sabje, meine Erzähl. Frage ist immer noch nicht geklärt. Was Okay. ist das Wesen von Allah? Sein Wesen? Das Weil können wir wenn ja wir nicht sagen, sagen, das. Erzähl. ich möchte ja Klar, wissen, wen ich ja. anbete. Über ihn erfahren. Was hat er für mich gemacht? Ist jetzt nicht die Rolle. Also ich möchte aber wissen, was ist sein Wesen? Und Weil das können, und das wissen wir ja nicht. Das ist ja das. Deswegen gibt es kein Abbild zu okay, Gott, zu Allah. also kann es auch sein, dass er eine Ente ist, richtig? Nein, weil es gibt nichts Wie? auf dieser Welt, was ihn ähnelt vom Aussehen her. Und eine Ente gibt es ja hier. Okay, Also aber ist oh, ja, Allah keine okay, Ente. dann nehme ich eine Ente mit nur einem Flügel und nur einem Auge. Auch das ähnelt auch. Guck mal, alles, was es hier gibt, egal was es ist, und deswegen, das können wir uns ja nicht vorstellen. Ne, guck mal, zum Beispiel, wir sagen, Allah ist der Allsehende, okay? Und ich sehe ja auch, aber ich habe Augen. Aber Allah hat halt, sieht was anderes. Und Allah sieht das Herz, sieht die Herzen, sieht die Gedanken, sieht die Zukunft, sieht die Vergangenheit, sieht auch so, was passieren würde, wenn es anders passieren würde. Zum Beispiel, als banales Okay. Beispiel, okay? Ist Wir sagen Allah ein, erzähl, ist Allah Geist? erzähl. Ist Allah Geist? Allah ist einfach Allah. Man kann nicht sagen, er ist Geist, man kann nicht sagen, er ist Licht, man kann nicht sagen, das ist Okay. ja das. Man, Pass sein auf, Wesen kann man nicht aber wenn er verstehen. nicht Geist ist, wenn er nicht Geist ist, dann bleibt nur eine Sache übrig, was er ist, und zwar physisch. Was denn? Das heißt, er Nein. sitzt auf seinem Thron, so wie es Nein. beschrieben wird, Da, oder er ist über seinem nein. Thron. Nein, das ist das, guck mal, das Ja. ist ja das, was ihr nicht verstehen wollt. Das ist, wir versuchen Allah mit unserem beschränkten Verstand zu verstehen. Können wir aber nicht. Von Okay. seinem Wesen her können wir es nicht. Das müssen O wir okay, akzeptieren. okay, okay. Aber von Und seinen danach sagt, und da, Eigenschaften. aber okay. Aber warum Ne? sagen dann jedes Mal die Muslime, ja, ihr betet drei Göttern, wenn sie nicht verstehen, dass wir einen Gott anbeten, der sich in drei Formen offenbart hat? Ja, Also. dann betet ihr das halt eben, okay? Dann betet ihr das Ja, eben aber an. Aber die wir als Muslime sagen Muslime immer, sagen, ihr es ist betet drei falsch. Götter an, ihr betet mehrere Götter an. Jetzt erklärst du dasselbe, weil man das Wesen Allahs nicht erklären kann. Aber Nein, wir aus glauben wir der nicht. Bibel können Gott erklären. Wir können sagen, dass er Geist ist, dass er Mensch Ja? geworden ist, dass er Ja? für ans Kreuz gegangen ist und dann nach der Kreuzigung ist er wieder zurück auf seinen Platz. Okay, dann glaubt ihr daran, ist ja okay, aber wie gesagt, das ist nicht das göttliche Verständnis, was wir als Muslime haben. Sabcha, Aber ist doch okay. Sabcha, Erzähl. Sabcha, ja. Erzähl. Sabcha, komm mal, mein Erzähl. Lieber. Weißt du, ich an deiner Stelle, weißt du, was ich ihm geantwortet hätte? Was Darf ich denn? ihm helfen, Bruder Harald? Kannst du machen? Ich hätte direkt, wenn er mich das fragt, ne? Ich hätte direkt Surat Al-Ikhlas vorgelesen. Bruder, Allahu Akbar. ich hab's gerade eingetippt. Da kommen wir gerade gleich zu. Ja, muss sagen, Aber Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalad wa Lam Yulad, wa Lam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. und warum soll ich ihm Fertig. das vorlesen? Er glaubt so nicht an den Koran.
Ja, pass auf. Du hattest dir die ganze Mühe jetzt ersparen können. Nee, eben nicht, weil ich ihn das näher zu bringen, weil wenn ich Okay, ihn nur als Beispiel nenne. kannst du uns einmal Surat Al-Ikhlas vorsagen? Kann ich sagen, muss ich aber nicht, aber kann ich gerne machen. Muss er nicht. Okay, Qul huwa Allahu ahad. Sprich, Allah ist der Einzige. Allahu samad. Allah ist der Unteilbare. Lem yelid. Ne, weder gebärt er, lem yulid. Noch wird er, lem yelid, weder wurde er geboren, noch gebärt er. Wa lem yekun lahu kufuwan ahad. Und er ist der Einzige. Okay. Weißt du, was Ahad bedeutet? Ahad bedeutet der Einzige, der Unteilbare, ja. So sicher? Bist du sicher? Ja, genau. Sollen wir reinschauen? Ja, Ahad. Da können wir gerne reinschauen in eurer Deutung. Ist okay? Ist ja klar, dass ihr was anderes denkt. Ich weiß, ich habe ja, wie ihr schon gesagt habt, Arabisch? Oft in Streams drin. Ja, ich bin jetzt kein Arabisch-Professor, aber ich kann Alhamdulillah. Okay, kein Problem, weil wir haben ja einen ihr, der Arabisch spricht, der Judy. Ja. Sind nicht auch zwei Namen von... Er ist wahrscheinlich auch kein Arabisch-Professor, aber okay. Was kein heißt Problem. Al-Nur und Al-Haq? Sind das nicht die zwei Namen von Allah, von den 99 Namen? Ja, aber wie ich ja gesagt ja. habe, die 99 Namen ja, von Allah beschreiben nicht sein Wesen. Der Herr Jesus Christus sagt, er ist die Wahrheit und er ist das Licht der Welt. Ja, und das sind zwei Namen von Allah, ne? Ja, ist auch schön, ist auch okay. Pass auf. Ja, jetzt? Pass auf. Okay. Siehst du ja, das Wort Ahad? Ja, Ahad, ja. Ja. Wenn wir jetzt schauen, was Ahad bedeutet, ich kann entweder das Wort kopieren oder wir machen erstmal normale Quellenuntersuchung. Weil du hast ja gesagt, das heißt eins, richtig? Nein, eins ist... Meaning. Die erste Untersuchung, bevor wir das Wort Ahad übersetzen, sagt mir sowas. In Arabic, Ahad means one of. Also einzig, einer. Einer nicht von. Eins. Einer von. Genau. It is usually used in negation, in negation or to indicate part of a whole. Ja. Yeah. Ja, yeah, okay. Genau. Ahad. Genau, einer von. Im Arabischen, warte mal. Eigentlich, nein, eigentlich nicht. Eigentlich im Arabischen sagt man, und sagt Kul Ahad. Das ist eigentlich müsste hier stehen, ja? Kullu Allahu Wahed. Nein. Wahed sagt, ist eins. Allah ist eins. Das nein, müsste da stehen. Aber Ahad. Nein, Ahad. Ja, Ahad bedeutet einer von mehreren. Nein, nicht in diesem Kontext. Ahad ist hier der Einzige, zum Beispiel Ahad. Bruder, guck mal, wenn man das Wort Ahad sagt im Arabischen, ja. Dann sagt man, damit will man immer sagen, dass das bedeutet einer. Im jetzigen einer Arabisch von. Könnte es sein. Aber einer von. Mal, was heißt auf Hebräisch zum Beispiel eins? Nee, weißt bleiben was? Wir mal bei Ahad. Dieses Wort Ahad kommt aus dem Hebräischen. Wusstest du das? Von das Echad. Heißt, nein, Ahad heißt eins auf Hebräisch auch. Kennst du noch Dings, wie heißt der nochmal? Uri Geller, der immer so ein Fantasy erzählt hat? Guck mal, Ahad ist im Arabischen der Einzige. Warte mal kurz. Suchen wir das mal, woher das kommt, das Wort. Tawhid zum Beispiel. Was heißt ein Tawhid? Pass auf. Der Eingottglaube. Hier steht es auch, was Echad bedeutet. Echad bedeutet Einheit. Ja. Und Qul Hu Allahu Ahad, sprich, Allah ist der Einzige. Also du sagst ja. Es, du bestätigst mich ja gerade. Ja, aber Ahad kommt von Ichad, das heißt einer nein, von. Sag ich nicht. Nein, das heißt in diesem Satche, Kontext, Satche. Ist er guck mal, der ich erkläre dir jetzt mal was. Was ist eine Einheit? Ab wann fängt eine Einheit an? Wenn mehrere Menschen. Ganz kurz, lass Abschi reden, Bruder. Er muss es erklären. Ab wann Einheit. Fängt eine Einheit an? Einheit. Guck mal, das Wort Einheit musst du das sehr, heißt, sehr gut erstmal. Nein, du musst erstmal richtig zuhören, was eine Einheit ist. Was heißt denn eine Einheit? Nein, das musst du mir erklären, Bruder. Damit alle Leute jetzt zuhören, erklär uns mal den Begriff Einheit. Bruder Harold, kannst du diese Zeit Sure 4, Nummer, Sure 4, Vers 11 aufschlagen in diese Zeit?
Wir zeigen den Bruder, wie es eigentlich schreiben hätte sollen. 4.12 war das, ne? 11, 11, 11. Das müsst ihr mir noch sagen. Seid ihr die Muslime? Auf Arabisch, auf Arabisch. Erklär mal, was eine Einheit ist erstmal. Eine Einheit deutet auf den einen einmal. Ach so. Kann man das wenn du jetzt das eine ein, guck mal, wenn darf du jetzt eine ausreden? Armee hast, du hast ausreden? Jetzt eine Armee. Okay, okay, erklär. Lass schon bitte ausreden, lass schon bitte ausreden. Okay. Es kommt immer auf den Kontext drauf an. Natürlich ist auch eine Einheit eine Gruppe, wenn die halt wie eine Eins agiert, die Gruppe, die Einheit. Aber, als Einheit agiert, aber, hast du gerade gesagt. Wenn ja, die Gruppe als Einheit auch, agiert, aber, hast du gerade ja, gesagt, aber, ne? Ja, habe ich auch gesagt. Aber, weiter geht's. Guck mal, es ist alles im Kontext betrachtet. Zum Beispiel, in dieser Welt siehst du überall einen Stempel, ne? Eine Einheit. Strome da, ne? Und wenn Bruder, du sagst, Hu Allahu Ahad, heißt das, sprich, Allah ist der Einzige. Bruder, Haut, geh mal bitte auf 171. Dann da steht das auch mit Allah. Geh mal auf die gleiche Sure 171. Du meintest aber hier Wahrheit. Steht das auch mit Allah. Also Vers 171, sorry. Genau, du bist, genau. Guck mal, was steht da? Das von unten auf Arabisch, das letzte dritte Satz. Wallakum, gib es einen Hoch, oder? Innam Allah ilah wahid. Wahid. Ilah. Innam Allah ilah. Ja, warte kurz. Innam Allah ilah wahid. Wahid. Ja, ja. Wahid. Wahid. Ja, aber was steht bei Surat al-Ikhlas? Ahad. Ahad, ja. Der Einzige. Ahad heißt einer von. Einer von. Nein, das heißt nicht einer. Doch. Guck mal. Doch. Allah wahid. Allah wahid. Innam Allah wahid. Nein. Doch. Guck mal, hier heißt das. Nein, hier heißt das, wir sollen sagen, denn Allah ist alleine. Also, ne? Innama Allahu ilah, innama Allahu ilah wahid. Subhanahu. Ja. Aber du kannst auch sagen, Allah wahid. Ma fi samawati wa ma fi al-ard wa kafa bi Allahi wakila. Ja, okay? Aber was heißt hier? Aber. Was wird dir erklärt? Das ist Allah einer. Ja, das stimmt. Stabtisch. Eins. Allah wahid, sah? Hier ist Allah. Ilah wahid. Ja, Ilah wahid. Nur ein Gott. Nur ein Gott. Nur ein Gott. Nein. Aber bei Surat al-Ikhlas steht Ahad. Guckt mal. Ihr habt mich gefragt. Ich versuche euch den Islam zu erklären. Oder wollt ihr mir zeigen, wie der Islam funktioniert? Das ist eine andere Frage. Also habt ihr mich nur quasi versucht zu täuschen? Wir zeigen nur die Quellen, richtig? Wir haben die Quellen aus Koran gezeigt. Wir haben die nur Quellen aus Koran gezeigt. Ihr müsst euch nicht erklären. Ihr liest das so, wie ihr es verstehen wollt. Und das ist eine gefährliche Eigenschaft. Ja, oder du liest es so, wie du es verstehen willst. Nein, Scherz beiseite. Jetzt wirklich Scherz beiseite. Ich möchte auch niemanden beleidigen. Ne? Und Abu Hanza, tut mir leid, falls ich beleidigt habe. Ne? Es ist, möge Allah mir verzeihen. Egal, was du denkst und was du nicht denkst, ich habe kein Recht, dich zu beleidigen. Ne? Und das Ding ist. Gegen dich. Ich... Nein, deswegen sage ich auch hier offiziell zwischen den ganzen Leuten, es tut mir leid, falls ich dich hier beleidigt habe und Ebu, keine Ahnung, was genannt habe und so. Ja, ich habe dich Ebu Dummkopf genannt, verzeih mir. Ich habe dich auch Ebu Khenzir genannt, verzeih mir. Okay, möge Allah mir verzeihen. Nein, ich habe kein Recht, irgendjemanden zu beleidigen, egal wie ihr beleidigt und egal wie ihr euch lustig macht. Ne? Wenn ich sage, der Islam ist der richtige Weg, so muss ich mich auch versuchen zu benehmen. Aber du musst nicht zuerst dir Abu Khanja verzeihen? Warum? Er verzeiht dir. Er verzeiht dir sowieso. Pass mal, komm auf. Mir verzeiht, das werden wir später sehen. Dann, wenn Abu Hanse und ich vor Allah stehen, dann hoffe ich, dass er mir verzeiht. Und wenn nicht, dann muss ich ihm was von meiner Hasana geben. Ist halt so. Habe ich halt, muss ich Verantwortung tragen, ne? Pass auf. Erzähl. Ahad. Einer. Kullu Allahu Ahad. Ja. Sagt, dass Allah weiß, einer ist, ja. Aber einer von. Ja. Einer von wem? Das wollt ihr jetzt gerade so verstehen. Egal. Ihr denkt so. Das ist, denkt guck mal, das ist nicht egal, weil an einer anderen Stelle geschrieben, dass Allah ist der Beste von Schöpfern. Von allen Schöpfern. Ja. Wo steht das? Warte. Ja, der Beste der von den Leuten, die denken, dass sie was erschaffen können. Wie der Pharao zum Beispiel. Er dachte doch auch, er ist ein Schöpfer. Okay, jetzt. Oder nicht. Aber hat Jesus nicht im Koran eine Taube zu tun?
Voraustun. Aber nicht mit seiner eigenen Kraft, sondern durch die. Ja, doch, die natürlich. Gottes. Er hat den Leben eingehaucht. Nein, er nein, selber. Nein. Nein, nicht er pass selber. Auf. Das ist ja die Eigenschaft, was die Propheten haben. Die haben Wunder. Eine Mo'jize. Aber keiner hat schöpferische Wunder außer Jesus Christus. Weil er Gott selber ist. Das ist nochmal ein anderes Problem, weil Allah sagt in einer Sure, ist denn derjenige, der erschafft, so wie derjenige, der erschaffen worden ist. Das heißt, es gibt eine Abgrenzung. Allah grenzt sich ab. Aber er grenzt sich in Wirklichkeit gar nicht ab. Weil das Höchste, was er kann, und zwar Leben zu geben, kann nicht nur Allah, sondern auch Isa ibn Maryam und auch Jibril. Also haben wir drei Schöpfer sozusagen. Das ist ein dickes Problem. Nein, das wissen die Gelehrten. Nein. Pass mal auf. Das ist wiederum. Ja. Nein. So, Sure 23 war das. Ohne den Namen zu nennen. Warte, Sure 23 müsste das sein. Vers 14. Sabce, kannst du in dieser Zeit mir sagen, was die Strafe eines Vergewaltigers laut Koran ist? Guck mal hier. Das ist die Steinigung oder den Tod. Nein, das Auspeitschen oder den Tod, je nachdem. Sure 23. Vers 14. Judy, bitte. Kannst du das mal vorlesen, den letzten Satz? Ich höre euch gerade schlecht. Ja, du hast nicht so gutes Internet. Aber kann ich auch nicht. Allahu ahsan. Also ich oder du? Also, okay. Fatabarak Allahu ahsan al-Khaliqin. Ja. Khaliqin. Genau. So blessed is Allah, the best of creators. Genau. Weil er ist der wahre Erschaffer. Währenddessen ja, die also anderen denken, dass sie erschaffen. Ja, aber also haben wir mehrere Schöpfer. Nein, die anderen denken, die erschaffen. Aber Allah ist der wahre. Das der sagst wahre du. Erschaffer. Ja, aber das sagst aber du. Aber wo steht das? Wo steht das? Das sagst du. Warum? Guck mal, Khalikin. Khalikin, Mehrzahl. Ja, aber Khalikin ist doch Mehrzahl, oder nicht? Ja, Al-Khalq ist Einzahl, aber Al-Khalikin ist Mehrzahl. Nein, wenn der Einzahl wäre Al-Khalq. Nicht okay, Khalik, welchen Tafsir akzeptierst du? Ibn Abbas? Oder ist der unauthentisch? Ist der Jude? Nur ernsthafte Frage. Guck doch mal. Ja, nein, jetzt fängt ihr an langsam. Ihr seid lustig. Ja, okay, aber guck mal, sagen wir mal, wir vertrauen dir nicht, du vertraust uns nicht. Vertraust du Ibn Abbas? Natürlich vertraue ich, aber muss man mir selber dann schlau machen. Aber ich weiß, dass man sagt, Inna Allah ahsan khaliqin, heißt das nicht, damit gemeint, dass es andere Götter gibt außer Allah. Guck mal, er hat sogar zu viel Filme geschaut. Er sagt, Allah ist the best of creators, the best of transformers. Ja, auf Formenwandler, auf Transformers, der was verändert. Ja, aber er sagt selber, so blessed by Allah, the best of creators. Er erklärt das nicht, was du meinst. Er sagt nicht, alle anderen Götter oder alle anderen Schöpfer denken, dass sie Schöpfer sind, aber es in Wirklichkeit nicht sind. Er sagt selber aus seinem Mund genau das, was Allah sagt. Allah ist der Beste von allen Schöpfern. Er sagt ja aber nicht, dass es andere Schöpfer gibt, sondern er sagt, Allah ist der Ahsan al-Khaliqin, weil er der Beste ist, der Schöpfer, weil er richtig erschafft, weil er aus dem Nichts erschafft, weil er sagt, sei und es ist. Guck mal, wenn ich sage, ich bin der Beste in einer Firma, ne? Ich bin der beste Mitarbeiter oder Mitarbeiter des Monats. Ja. Ja? Oder zum Beispiel diese Auszeichnung Fußballer des Jahres oder bester Chef des Jahres in diesem GQ-Magazin. Dann vergleicht man sich doch mit den anderen Chefs oder Fußballern oder Mitarbeitern, richtig? Ja, in deinem Zusammenhang, ja. Ja, er vergleicht sich zum Beispiel ein Chef mit dem Chef von BMW, der andere von Mercedes und dann wird der Beste gewählt. Und so ist auch Allah. Er sagt, er ist der Beste von allen Schöpfern. Mehrzahl. Guck mal, wisst ihr, ich muss ehrlich zugeben, eure Streams, ich war ja schon oft in Streams von euch drin, und hat mich oft zum Nachdenken gebracht. Dann habe ich mir letztens mal was eingefallen. Da habe ich mir so gedacht, diese ganzen Verse, die ihr gerade nennt, die sind ja nicht seit gestern da. Ne? Richtig. Und die kennen ja auch viele Leute. Ne? Und viele Leute, die den Islam nicht mögen, kennen ja auch diese Verse. Ne? Und auch die zur Zeit des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, kannten diese Verse. Ne? Und die hätten doch ganz einfach die Verse einfach, weißt du, nehmen können und sagen können, hey Mohammed, was laberst du denn da für einen Blödsinn?
guckst du so. Und dann und so, wäre aus die Geschichte. Aber was haben die gemacht? Die haben angefangen, gegen die zu kämpfen. Ne? Die haben angefangen, mit Gewalt versucht zu kämpfen und die mundtot zu machen und so weiter. Das heißt, wäre das dann wirklich so, wie ihr es jetzt gerade versteht, dann wäre der Islam noch niemals so exponentiell gewachsen, wie er ist. Aber Sabje, guck mal, die meisten, die den Islam verlassen, sind Arabisch sprechende, soweit ich weiß. Das heißt, die lesen den Koran und fangen an, ihn zu verstehen, dass da eigentlich Sachen drinstehen, die nicht sein können. Ja? Und danach verlassen sie den Islam und danach gelten sie als Murtad. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was du sagst, denn der Murtad muss sterben. Nein. Der Murtad muss auch nicht einfach so sterben. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Guck mal, bist du auch Ex-Muslim? Nein, aber ich habe mir Wissen angesammelt. Aber Khanja, du hast nicht so gut Internet, mein Lieber. Er wollte was sagen, deswegen. Okay, kein Problem, kann er ja gerne machen. Und zwar hier in diesem Vers 23,14, ja, wenn man den Tafsir liest, worum es überhaupt in dieser Schöpfung geht, wo Allah sagt, dass er der beste Schöpfer von allem ist, ist sogar ein heftig wissenschaftlicher Fehler. Okay, was denn? Hier geht es darum, wie der Mensch geschafft. Ja. Genau, über die Embryo. Ja, das ist kein heftiger wissenschaftlicher Fehler. Du kannst jeden Embryologen fragen, jeden. Ja. Kannst du das auf Deutsch kopieren? Ja. Wirklich, am Montag, wenn du Zeit hast und wissen willst, ob Allah recht hat mit dieser Embryologie, druck das aus, übersetz das auf Deutsch und bring das dem Embryologen. Mal sehen, was er geht. Geh zu allen Embryologen in deiner Stadt, auch zu einem Araber. Er wird dir ehrlich sagen, dass das nicht stimmt, was hier steht. Das ist nicht der Fall, aber okay. Wenn du das meinst. Okay, ist gar kein Problem. Ist kein Problem. Ihr merkt schon, ich habe keine Lust zu streiten. Ich lasse euch reden. Sabce, guck mal, der Unterschied von heute und vor 100 Jahren, 200, 500 Jahren, vor 30 Jahren, 40 Jahren, 20 Jahren, ist, du hast ein Handy, der Internet hat. Dein Handy hast du immer dabei. Du kannst immer Zugriff auf Handy nehmen. Du kannst immer nachlesen. Früher bist du nicht mit Koran durch die ganze Stadt rumgelaufen, spazieren gegangen und immer, wenn du Zeit gefunden hast, hast du es gelesen. Jetzt hast du dein Handy. Verstehst du? Zum Beispiel der Bruder Haro zeigt dir was. Einer, bei dem das ankommt und sagt, okay, ey, warte kurz. Ein Schlauer, ja, der für sich selber wissen will, schaut morgen unterwegs, wenn er im U-Bahn ist oder im Bus ist, ja, oder wenn er Pause hat, macht dann kurz mit seinem Handy im Internet, drückt zwei, drei Wörter und schon hat er das. Dann kann er sich schlauer machen damit. Früher war es nicht so. Verstehst du? Bruder Harut, bei Abu Khanja, sein Internet ist sehr, sehr schwach, so wie es aussieht. Ja, das stimmt. Eine andere Frage. Judy. In Sure 19, Vers 83, steht geschrieben, siehst du nicht, dass wir die Satane gegen die Ungläubigen gesandt haben? Damit sie heftig aufreizen. Ja, du hast auch Alam tara in Azalna Shayatina ila al-Kafirina tu azahum azan, ja. Genau. Ja. Warum? Also, beziehungsweise ist das eine Eigenschaft? Stellt man sich Gott so vor, dass er Shaitane schickt zu den Ungläubigen, damit sie heftig aufreizen? Oder ist das eher eine Eigenschaft vom Teufel selber? Was sagst du? Ein Käfer ist der, der gegen Gott kämpft. Und wer gegen Gott kämpft? Ne? Und außerdem, ich kenne auch jetzt hier, ich weiß, ihr sagt jetzt, den Kontext diesen Verses kenne ich nicht. Okay. Ja, machen wir. Zum Beispiel bei Surtel Fil ist ja auch so ein Lamtar Käfer von der Rabuke bis Habel Fil. Da waren ja auch die Leute des Fields.
Guck mal, hast du das vorhin richtig gelesen, Sabce? Alam Tara Asalna Shayatin. Wer schickt die Shayatin? Natürlich an Allah. Warum? Siehst du nicht? Ja, genau. Warum? Ja, das ist ja die Frage, warum? Was da passiert, als er abgesandt worden ist. Aber warum? Warum schickt der Shayatin? Statt er die Menschen zur Vernunft bringt, den Recht mal, leitet, ja auch. Warum schickt Guck er mal, den die ja Shayatin? auch. Guck mal, die zweite Frage ist, weil du hast ja gesagt, was ja falsch ist, ich sage das so, du sagst, dass die Ungläubigen die sind, die gegen Allah kämpfen. Aber zum Beispiel, es kann auch jemand sein, der einfach ungläubig ist, der nicht gegen Allah kämpft. Aber sagen wir mal, du hast recht und das sind nur Leute, die gegen Allah kämpfen. Warum schickt dann Allah zu jemandem, der sowieso verwirrt ist, Shayatin, damit sie verwirrt werden? Er ist doch schon verwirrt. Ja. Das würde eher mehr Sinn machen, wenn er nicht gegen Allah kämpft, zum Beispiel so einer wie dein Nachbar, der einfach nur irgendein Heide ist, ja, und noch nicht mal Christ ist, oder, nein, nicht mal Christ, sagen wir mal, er kämpft nicht gegen Allah, er chillt dort einfach in seiner Bude, ist schon, sage ich mal, 70, 80, hat gar keine Ahnung vom Islam, aber Allah, ja, sehr schwer, aber Allah schickt trotzdem Shayatin zu ihm, weil er ein Ungläubiger ist, damit er verwirrt wird. Und was ist mit dem Vers davor? Erst danach? Kein Problem. Wie gesagt, ihr wollt jetzt Verse und wie, dann muss man das aber noch lange nicht, Allah voller. Sabce, ich habe jetzt Internet. Dann fange ich mit Sabce an, weil jetzt habe ich gute Internet. Okay, und am besten, Bruder, komm noch mal, geh noch mal rein und raus, weil man sieht bei dir ein Kaffeezeichen die ganze Zeit. Okay. Bis gleich. Oh, meine lieben Geschwister, ich muss mich leider verabschieden. Meine Tochter weint. Oh, okay, lieber Bruder. Wie heißt du eigentlich für die nächsten Male? Wie heißt du? Wie? Timotheus. Timotheus, weißt du? Okay, tatsächlich Bruder. So. Dann Gottes Segen und pass gut auf deine auch Tochter. Gottes Segen an deine Familie. Ja? Ja, euch auch, Bruder. Ciao, ciao. Tschüss. Auch dir, ciao, ciao. Bruder Harut, weißt du, was ich mich frage? Diese Suren, das geht doch eigentlich nur um den Christen und Juden, oder? Genau. Ja, Bruder, ich bin gerade natürlich mit Sabce mitgegangen, weil er sagte, dass wenn jemand gegen Allah kämpft, damit ist damit gemeint. Mhm. Ja? Und das würde keinen Sinn machen, weil wenn jemand schon verwirrt ist, laut Islam, warum schickt dann Allah weiterhin oder erst dann den Teufel, damit er sogar aufgereizt wird. Er ist ja schon aufgereizt. Wie gesagt, ja? Bei diesem Vers muss ich mal mich schlau machen. Okay. Aber er ist bestimmt nicht so, wie ihr ihn versucht, hier mir klar zu machen. Okay, Abu Hamza, was möchtest du dazu sagen? Oder willst du was Neues? Nee, was ganz anderes. Deswegen mach du weiter, Bruder. Mach du. Achso. Weil das ist abgehakt sozusagen. Okay. Nee, weil wenn er es nicht weiß, ich finde es auch nicht schlimm, wenn jemand sagt, ich weiß es nicht, alles gut. Ja. Finde ich nicht schlimm. Sabce, ich habe eine Frage an dich. Wenn jemand quasi der Meinung ist und den Islam quasi reformieren möchte, würde es funktionieren? Der Islam braucht keine Reformation. Es geht nicht darum, ob er es braucht, sondern würde es funktionieren? Darf jemand eine Reformation im Islam durchführen? Nein, warum denn? Es geht nicht darum, ob warum, sondern geht es oder geht es nicht? Meines Erachtens nicht, nein. Okay. Was würde mit ihm passieren, wenn er das macht? Allahu Alam, ich weiß es jetzt so nicht in dem Sinne. Aber was denkst du aus islamischer Sicht, was würde mit einem passieren, der versucht, den Christen quasi so zu drehen, wie er es möchte, damit es quasi schön aussieht? Damit es für die Leute quasi, schön, friedlich und keine Ahnung was aussieht. Also quasi nicht so, wie er eigentlich ist. Der Islam ist ja schön und friedlich.
Es geht nicht darum, sondern du veränderst eine Religion als Beispiel, um sie besser darzustellen, als sie schon ist. Als Beispiel, sagen wir mal, die ist friedlich schön, aber man will sie anders darstellen, vielleicht als schlecht, ist ja egal. Es geht ja nicht um schlecht oder gut. Was wäre mit dieser Person passiert? Was würde passieren mit dieser Person? Nichts, das soll passieren. Also gar nichts. Ich kann ja gerne versuchen, was er will. Was willst du mir zeigen? Nein, nein, ich muss dich erst ausfragen, damit ich genau Bescheid weiß, was deine Antwort ist, damit wir weitermachen können. Ich habe jetzt darauf keine Antwort. Okay. Wie ist es, wenn jemand den Islam verlässt? Das ist okay, aber wenn er in einem islamischen Staat lebt und dann anfängt, quasi Propaganda gegen Islam zu machen, dann könnte er. Was passiert mit demjenigen, der den Islam verlässt? Was sagt der Prophet? Du musst immer nach dem gehen, was der Prophet gesagt hat. Er ist ja Rasulallah, sagt er doch immer. Das heißt, guck mal, sein Wort hat Gewicht, oder? Genau. Asabche, am bisschen an den Murtaddin, an den Islam. Ich weiß. Genau. Das ist, guck mal, wir unterhalten uns nur hier sehr entspannt. Du kannst unterhalten, du kannst antworten, wenn du weißt. Verstehst du? Sei locker einfach ein bisschen und unterhalte dich mit Bruder Abu Khanjar. Glaub mir, er ist ein sehr, sehr, sehr netter Mensch. Du kannst dich ganz normal mit ihm unterhalten. Am bisalak an den Murtaddin, an den Islam. An Murtaddin, die Islam verlassen. Guck mal. Strafe tabauen. Erstmal nix. Weil es zwischen ihnen Allah ist. Aber wenn er das nach draußen rausbringt, an einen so damit den Staat durcheinander bringen will, dann nach einem Verfahren könnte es sein, dass er die Todesstrafe bekommt. Das heißt, ein Murtad wird wirklich ein der vom Glauben abfällt. Was passiert mit ihm, wenn jemand vom Glauben abfällt? Erstmal noch nichts. Nein, nicht einfach. Das ist ja das. Du nimmst einen Hadith aus einer. Wir haben. Nein. Guck mal, Sabce, du musst langsamer. Du darfst immer nicht so aufgeregt sein. Ich rede ganz normal mit dir. Aufgeregt. Ich habe dir noch keine Quellen gegeben. Ich möchte mit dir erstmal normal sprechen, weil es schauen 177 Leute zu. Ich möchte erstmal, dass jeder versteht. Es können auch 2000 Leute zwischen. Sabce, ich rede doch ganz normal. Warum redest du dazwischen? Warte, langsam. Hedi. So. Wenn ich doch zu dir sage, was passiert mit einem Murtad? Als beispielsweise, wir haben jetzt in Deutschland jetzt die Scharia. Du wünschst dir auch die Scharia, oder? Sabce? Ist nicht das, was ihr versucht zu tun, was die Scharia ist. Wünschst du dir die Scharia? Ich lasse mich auf dieses Spiel nicht Sabce, ein. Sabce, ich rede doch ganz normal mit dir. Warum antwortest du mir nicht? Ihr redet überhaupt nicht ganz normal mit mir. Wie rede ich dann mit dir, Sabce? Ich erkenne sofort, was ihr vorhabt. Und Sabce, wieso kannst du nicht auf ganz normale Fragen eingehen? Ich habe gesagt, willst du die Scharia? Das musst du als erste Frage. Willst du die Scharia? Die Scharia, willst du? Guck mal. Du müsstest jetzt antworten, Alhamdulillah. Weil du machst gerade, du willst. Guck mal, du antwortest wie ein Munafiq, ein Heuchler. Wenn du ein wahrer Muslim bist, dann musst du sagen, Alhamdulillah, ja. Warum antwortest du einfach gar nicht? Ich habe dir noch nicht mal Quellen gegeben. Was soll denn das, Abche? Guck mal, dennoch beleidige dich nicht. Weil du was. Ihr antworte doch einfach. Steh doch zu deinem Glauben und sag ja. Aber du weißt ganz genau, wo ich hinaus will und du willst es nicht antworten. Deswegen. Willst du, Sabce, ich rede mit dir ganz normal, Sabce, ich habe dich weder beleidigt, weder habe ich dich angeschrien. Sabce, ganz kurz, guck mal, würde ich jetzt schreien, würde ich jetzt beleidigen, wäre die Ausrede, oh, du bist so aggressiv. Ich rede doch ganz normal mit dir. Deswegen frage ich nochmal, Sabce, ich frage nochmal, ganz sachlich, möchtest du die Scharia? Guck mal. Ich bin nicht das erste Mal in euren Streams. Kannst du einfach nur antworten? Ich weiß, was ihr. Sabce. Nein, kann ich nicht, weil das ist keine Antwort von ja und nein. Kannst du bitte ganz normal darauf antworten? Möchtest du die Scharia haben? Kann ich nicht. Du müsstest antworten als Alhamdulillah, müsstest du jetzt antworten. Wieso sagst du das nicht? Schämst du dich für deinen Glauben? Du weißt ganz genau, wo ich hinaus will. Du hast nur Angst zu antworten. Du schämst dich. Und das ist ein Munafiq. Und laut deinem Glauben, du weißt, was mit Munafiq passiert, ne? Munafiq. Abu Khanjar, ist mir egal, Bruder. Wenn ich ihn was frage und sachlich bleibe, ich habe ihm noch nicht mal eine Quelle gegeben, Habib Albi. Ich habe ihm noch nicht mal eine Quelle gegeben. Es ist kein Kreuzfeuer, blablabla.
Ich rede ganz normal. Bevor ich Quellen gebe, Bruder, das ist immer bei denen so. Ihr bombardiert uns mit Quellen. Ich rede ganz normal sachlich, wie wenn ich mit jemandem Chai trinke und Baklava esse. Okay. Sabce, ganz ehrlich, willst du noch antworten oder sollen wir einen anderen hochholen? Guck doch mal, die Scharia steht für Gerechtigkeit. Nein, geh drauf ein, willst du die Scharia haben oder nicht? Nicht philosophieren. Sabce, guck mal, ich muss dich stoppen. Nein, diese Spielchen funktionieren nicht. Antworte mir und rede nicht irgendeinen Schwachsinn. Möchtest du die Scharia haben? Ja oder nein? Wenn du jetzt nicht darauf antwortest, musst du runtergehen. Deine Spielchen funktionieren nicht. Hier okay. Oder ich möchte nicht antworten. Schade. Schade. Sabce, vielleicht das nächste Mal. Gottes Segen. Aber er hat geantwortet, er hat gesagt, Scharia ist Gerechtigkeit, er hat doch geantwortet. Ja, er stimmt dazu, Also stehst du dazu, Sabce, ja? Ja, er hat gesagt, Gerechtigkeit, ja. Sabce, ganz langsam, damit die Leute, guck mal, die Leute müssen dich erstmal verstehen. So, das heißt, die Scharia, du bist erstmal, das heißt, du willst die Scharia, weil die Scharia ist, was? Lass mich reden. Nein. Nicht, was ich gesagt Nein, nochmal, Sabce. Du hast gerade eben gesagt, Nein, guck mal, Sabce, wir müssen sachlich bleiben. Chronologie. Weißt du, was eine Chronologie ist? Eins nach dem anderen, hintereinander, damit bitte, jeder versteht, um was es geht. Wir müssen von Anfang an bis Ende. Nein, Sabce. Du bist für die Scharia. Okay, jetzt kannst du weitermachen. Bist du für die Scharia, damit wir weitermachen können? Lass mich ausreden. Nicht friedlich oder nicht friedlich. Guck mal, erzähl uns. Nein. Bist du für die Scharia oder nicht? Was ist das Wichtigste? Okay, hallo, da geht nicht drauf ein, Bruder. Kick ihn einfach runter. Warte mal. Alles klar, Sabce. Es hat mich gefreut, Sabce. Warte mal. Bis zum nächsten Mal, wenn du dich mal beruhigt hast oder wie auch immer. Ist das dein Live oder ist das Ebo Khanja sein Live? Sabce, bitte? Sabce, er hat dir nur eine Frage gestellt. Du willst nicht aus, du willst nicht antworten. Ich will antworten. Lass mich Nein, bei uns funktioniert keine Philosophie. Deswegen kann antworten. Was ist das denn hier? Sabce, bist du für die Scharia oder nicht? Lasst mich doch antworten. Du gehst nicht drauf ein, wieso nicht? Weil ich weiß, was ihr denkt, was die Scharia ist. Nein, dann kommen. Aber Sabce, schämst du dich ganz ehrlich, Sabce? Ich schäme mich nicht für die Scharia. Nein, für die Scharia schäme ich mich nicht. Aber dann sag doch, bist du dafür oder nicht? Was ihr aus der Scharia gemacht habt. Nicht wir, ich komme doch mit Quellen. Was redest du, Sabce? Sag mal, geht's doch eigentlich? Bist du völlig wahnsinnig? Geht das, ja. Was redest du eigentlich? Ihr lügt. Spinnst du total jetzt? Ihr lügt, ohne rot zu werden. Also du bist doch total durch im Kopf. Also was ist mit dir los eigentlich? Sabce, guck mal, Sabce, ich habe eine Frage. Ich habe nur eine Frage, bitte. Guck mal. Du musst nicht mit Ja oder Nein antworten. Es reicht ja schon, dass du gesagt hast, das heißt gerecht. Guck mal. Hier ist die Scharia. Hier ist die Scharia. Hier ist die Scharia. Hier. Überall, wo blau ist. Guck hier. Nirgends ist da die Scharia. Und auch wenn es Guck mal, Länder mit Gültigkeit der Scharia. Stell dir vor, Deutschland würde auch auf einmal blau werden. Würdest du sagen ja oder nein? Das ist nur eine Frage einfach. Würdest du dann weiter hier leben? Es ist kein islamisches Land. Mein Freund, guck doch hier. Es geht nur darum, ob du es willst. Bist du für eine Scharia oder nicht? Saudi-Arabien hat, sagt dir, dass das die Gültigkeit der Scharia ist. Das heißt, pass auf. Du bist ein Heuchler. Das ist das Problem an der Sache. Pass auf. Die Scharia ist kein Gesetzeswerk, sondern ein Oberbegriff für die Gesamtheit der den Menschen auferlegten Handlungsweisen. Und das können wir lesen, was das ist. Es gibt genug Seiten, was das ist. Sabce, er wollte einfach nur wissen, ob du das akzeptierst Richtig. Oder nicht. Genau. Guck mal, der Scharia. Nein, guck mal, der Scharia ist der Weg. Ja. Nein, ich erkläre dir, was der Scharia ist. Ich möchte nur wissen, ob du dafür bist. Wir gehen dann weiter. Sabce, sag doch nur, ob du dafür bist. Wir wollen nicht wissen, was sie ist. Guck mal, was die Scharia ist, kommt danach. Was die Scharia ist, kommt danach. Nein, eine Diskussion. Sabce, ist okay. Gottes Segen. Ja, Gottes Segen. Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Zu Gottes Willen. Nee, weißt du, Harold, Bruderherz, guck mal, du hast gesehen, ich bin sachlich geblieben. Ich möchte, wenn ich mit jemandem spreche, Bruder, bevor wir ein Thema durcheinander sind, eins nach dem anderen, langsam. Verstehst du? Damit die Leute hier verstehen, um was es geht. Was ist die Scharia? Bruder, Servus, Gottes Segen. Nicht, was die Scharia ist, sondern ob er erstmal dafür ist, damit wir weitermachen können. Was bringt mir, wenn jemand sagt, ich bin nicht dafür, aber erklärt mir, was die Scharia ist, Frieden. Mich interessiert das nicht. Bist du für die Scharia? Ja. Oder nein. Und dann können wir weitermachen. Zum Beispiel jetzt Kodoswai. Hörst du mich, Kodoswai? Guck mal, vor allen Dingen, wenn er zum Beispiel hier Urlaub macht, ne?
Hey, können wir kurz darauf zurückspülen und mit spülen. Ja, wir spülen gleich. Wir spülen gleich. Warte kurz. Wir wollten. Und er hätte doch einfach sagen können, ja, weil er ist ja Moslem. Wenn ich Moslem wäre, würde ich einfach sagen, ja, ich würde das begrüßen. Fertig. Warum antwortet er nicht, damit das Gespräch weitergeht? Munafiqun. Weil ansonsten kann er ja freiwillig runtergehen. Das sind genau die Heuchler, Bruderherz. Die wollen hier nur Schönes erzählen, ja? Ja. Nur Schönes erzählen? Komm mal, lass mal ganz kurz zu dieser Frage zurückgehen mit Satan. Ich hab darauf. Nein, Kodasai. Wir sind jetzt auf dem Thema Scharia. Wir müssen da weitermachen. Okay, ich bin für die Scharia. Was ist damit jetzt? Genau. Und zwar die Frage von, die Ausgangsfrage von Abu Khanjar war: Was passiert mit einem Murtad? Und dann hat er einfach gesagt, das ist nur ein Hadith. Das ja, ist genau so, wie es einfach dort geschrieben ist. Aber alles, man soll alles, gar nicht darauf alles, gucken, weil alles, das ist eigentlich schon Unglaube, dass man danach guckt oder danach schaut. So, bro. Guck mal, hier steht geschrieben, jeder, also wer auch immer, ne, whoever. Das ist doch kein Glaube, Bro. Wer die Religion, die islamische Religion wechselt, hat Mohammed gesagt, tötet ihn, fertig. Das ist ein Gesetz der Sunna. Und Sunna kommt von Mohammed, den Propheten Mohammed. Das sind seine Gesetze. Du musst akzeptieren als Moslem. Mohammed ist der Lehrer und genau so wie er es gesagt hat, so wird es auch sein. Ja, und warum sagst du, dass keiner guckt hier drauf? Ich meine, dass man jetzt danach nachschaut, weil ein Muslim ist ein Muslim, der guckt nicht nach, was ihr schaut. Okay, was ihr schaut. Bruder, guck mal, wir reden wieder um den heißen Brei, Bruder. Wir machen langsam. Koda Sawai, guck mal, Habib Albi, wir machen jetzt. Kann auch hey, für guck mal. Die Irreleitung sein. Bruder, langsam. Man weiß doch nicht ganz, ganz mal, kurz. Ihr guckt nach okay. irgendwelchen Pferden. Koda Sawai, okay, ganz ihr kurz. Ihr sagt genau so nach euren Köpfen, nach euren Maß, dass es genau so sein soll, wie ihr es da gibt. Koda Sawai, okay, wir haben es verstanden. Wir müssen jetzt aber erstmal. Eins nach dem anderen, ganz kurz, langsam, eins nach dem anderen. Du bist doch für die Scharia, stimmt's? Kodasai, du bist doch für die Scharia, oder? Ich bin auch dafür, ja. Okay, sehr gut. Jetzt können wir weitermachen, das meine ich, nicht durcheinander reden. Weil die Leute müssen erstmal verstehen, um was es hier geht. Okay? Also langsam. Was, wenn die Scharia hier in Deutschland... Warte mal, darf ich mal ganz kurz eine Nebenfrage? Eine Nebenfrage, ganz kurz, weil du hast auch eine Frage. Worauf willst du erstens hinaus, damit ich mich auch darauf einstellen wie kann? Wie willst du sowas fragen, wenn du nicht mal zugehört hast? Ich will doch weitermachen, Kodasai. Ja, das stimmt. Deine Frage ist so irrelevant und so unlogisch. Ich wollte doch gerade weitermachen und sagen, wo willst du hinaus? Wo willst du hinaus mit deiner Frage? Man wird verrückt mit euch, ehrlich. Also ich rede doch ganz normal. Hört mir doch erstmal zu. Okay, dann erzähl. Hast du irgendwas geraucht oder was ist los mit dir eigentlich? Wahnsinn, wirklich. Wahnsinn, Bruder. Das ist Wahnsinn. Er will sich nur cool machen. Er will sich nur cool machen, weißt du? Oder Sve, Hand aufs Herz. Bist du nüchtern, ja oder nein, mein Lieber? Ganz ernsthaft. Hast du? Du bist nüchtern, okay. Abu Khanjar, jetzt bitte nochmal deine Ausgangsfrage, die wir vor fast 2,5 Stunden gefühlt gestellt haben. Genau, gefühlt eine Woche. So, jetzt können wir weitermachen. Wenn die Scharia herrscht, wenn jemand seinen Glauben verlässt, Kodasai, welche Strafe wird dafür quasi, also welche Strafe kriegt man da, wenn jemand den Islam verlässt, laut der Scharia, wenn sie hier herrschen würde? Weil du willst sie ja, du bist ja dafür. Was denkst du, was passiert mit einem? Ich sag dir ganz ehrlich, ich sag so. Genauso wie das gegeben wurde, genau wie es geschrieben wurde. Aber mein Weg. Und was wird geschrieben? Mein Weg Bruder. Ist das Paradies. Nein, nicht dein Weg. Mein Weg. Was ist das passiert? Paradies. Nein, Kodasai, das ist nicht die Frage, die Antwort auf meine Frage. Was passiert mit einem Murtad? Das ist wichtig, Bruder. Was passiert mit einem Murtad, also einem Abtrünnigen, wenn jemand den Islam verliert? Was passiert mit ihm? Laut Scharia. Was sagst du dazu? Was passiert mit einem Murtad? Kannst du das übersetzen?
Weißt du das selbst oder? Nein, wir können dir vorlesen, kein Problem, aber weißt du das, was mit einer Mutter passiert? Lies mal bitte vor. Antwort, ganz tot, Bruder, nicht, wir haben doch die Quelle vor mir. Ich will nur, ich frag dich doch ganz normal. Sag doch, Bruder, ich sag doch, ich weiß nicht. Sehr gut, das wollte ich doch wissen, danke, das wollte ich doch wissen. Jetzt, Bruder Harut. Bruder, hier steht ganz klar geschrieben, das ist auch das Kapitel über die die Apostasie betreiben. Genau. In dem zweiten Kapitel aber steht... Aber warte ganz kurz, diese Apostates, was ist das ganz genau? Ist es das Königshaus Apostasie. Oder so? Was, König, nein. Was? Apostasie bedeutet okay, Abfall, in dem Fall bedeutet es der Abfall vom Islam. Darüber gibt es ein eigenes Buch. Richtig. Ja? Wenn du in Sahih al-Bukhari gehst, von der Sunna, und du bist doch sunnitischer Muslim, oder bist du Schia? Ja, Sunna. So. Bevor man sich diese Bücher kauft, die mehrere hunderte tausend Euros kosten, kann man hier reingehen. Und zwar Apostaten heißt das Buch. Okay. Wenn ich da reingehe okay. Und dann in den zweiten Kapitel gehe, ich hoffe, ich finde ihn jetzt, sonst muss ich gleich nochmal zurückgehen. Chapters. Noch einen anderen Hadith, Bruder, mit der Beschreibung. Du schaust aber viel nach solchen Sachen, kann das sein? Gottes sei, das spielt ja keine Rolle. Man kann über Murtadin auch im Koran nachlesen, ne? Wisst ihr das? Das steht auch im Koran. Gottes sei, wir müssen jetzt weitermachen. Guck mal, ist ja egal, ob er viele Quellen hat oder nicht. So, jeder, der seine islamische Religion ändert, schenke ihm eine Banane, eine Blume. Schenke ihm eine Blume oder töte ihn. Bitte auf Arabisch, Gujudi? Ich denke mal, man muss das ja auch so verstehen, also nicht genau man badaladinahu faqtaluhu. Man badaladinahu faqtaluhu. Kodasai, sprichst du Arabisch? Sprichst du Arabisch, Kodasai? Ja, ich kann ein bisschen, aber ich sage mal ganz kurz. Nein, nein, wir übersetzen es sofort vom Arabischen auf Deutsch. Kodasai, Dakika. Wir übersetzen jeder, jetzt. Ja. Guck mal, jeder... Man badala dinahu faqtuluhu. Warte. Guck mal, jeder, der ändert, Grammatik ist so. Jeder, der ändert, din, seinen Glauben, ja. tötet ihn faqtuluhu. Okay, ich bin der Meinung so, dass es dann sozusagen auch so ja. ist, aber das kann doch niemals so sein. So. Einer von Sunna wird immer Sunna sein. Doch. Einer von Sunna wird immer Sunna sein. Es gibt keinen Ex bei den Sunnas. Aber schau mal hier, das Buch gibt es nicht umsonst. Jemand wurde getötet. Das Buch gibt es nicht umsonst. Jemand wurde getötet. Ja, weil als der Prophet gestorben ist, haben viele Islam verlassen. Hör zu, als der Prophet gestorben ist, haben viele sich gefreut, dass er gestorben ist. Ne? Die wollten alle, viele sind aus Islam rausgetreten. Dann hat Omar Abu Bakr Sadiq gesehen, wenn es so weitergeht, bleibt keiner. Bruder, das ist schon zu weit. Bruder, das ist schon zu viel für ihn. Er kennt sich noch nicht mal aus mit diesen ganzen Quellen. Das ist schon zu aber viel. Er wollt, sowas würde ich erst gar nicht mit ihm gehen, Bruder, weil er kennt sich gar nicht aus. Lass lieber was Neues für ihn. Ich weiß aber Khanjar, Bruder, er hat die ganze Zeit in den Kommentaren geschrieben, ich will hoch, nimm mich hoch. Nein, ich habe es auch gelesen. Ich habe es auch gelesen, Bruder. Das ist ein Jahal, Bruder. Nein, er hat kein Wissen. Lass mich nochmal für ihn eine Geschichte vorlesen. Wieder im Hadith. In Sahih al-Bukhari 6923 steht geschrieben, guck mal, der Prophet sandte Muad bin Jabal nach ihm, ja, und wenn er ihn erreichte, ja, gab er ihm ein Kissen. Lass mal da zurückgehen zu dem Saat, dann erkläre ich euch alles auf. Also, lass mal zurückgehen zum Saat. Guck mal, da war ein Mann, ja, Abu Muaysa, und Muad fragte, wer ist denn dieser Abu Muaysa? Hallo. Ja. Und Abu Muaysa sagte über diesen Mann, er war ein Jude, wurde Moslem und konvertierte wieder zurück zum Judentum. Danach sagte Abu Muaysa zu Muad, ja, er sollte sich hinsetzen, aber Muad sagte, I will not sit down, ich werde mich nicht wieder hinsetzen, bis ich ihn getötet habe. Das ist das Gericht von Allah und Rasulallah. Und er sagte das dreimal, wieder Trinität. Gott sei, hast du es verstanden? Immer Trinität. Alles mit Trinität. Dreimal sagt er.
Sure 2, Vers 217 steht auch über Murtadin. Kordasai, hörst du uns? Er hat kein Internet mehr. Ja, da müssen wir warten, Bruder. Nicht weitermachen, sonst hört er gar nichts. Das ist ja dann ja, okay, der ist raus. Er soll später kommen, Jani. Das hat mich ein bisschen an OCB Rolls erinnert, was er da so im Hintergrund macht. Bruder, guck mal, Leute, ganz kurz. Judy, Bruderherz, das war schon zu viel Information. Weißt du warum? Wenn ein Jahl reinkommt und der hat wirklich keine Ahnung, dann brauchst du ihn gar nicht mal mit weiteren Sachen kommen, weil das war zu viel. Verstehst du, ich meine? Das war zu viel. Mit solchen Menschen Bruder, musst du einfache Sachen durchgehen, Bruder. Das war schon Bruder, zu theologisch. Ja, du hast recht, aber er hat die ganze Zeit geschrieben, nimm ich mich weiß, auf, nimm mich ich hab's auf. Gesehen. Ich dachte, einer mit Wissen, ich ja. Ich auch, Bruder, ich habe auch gedacht, halas, ja, jetzt kommt einer, gerade, der widerlegt ja. uns alle jetzt. Ich weiß schon, was du meinst. Er hat mich jetzt reingelegt, ja, mit seinem Unwissen. Da war sogar noch ein Mädchen, der hat auch gemeint, ja, hol ihn hoch. Wahnsinn. Abo, könnt ihr Toilette spülen? Gottes Segen, lieber Geist. Ah, Geist. Der Herr segne dich. Assalamu alaikum, mein Geist. Wa alaikum. Aziga Fava, ora basse. Einer. Bataille. مالي لك توين وطاي وكالن كلكم متشاقني احد يبوني تمام noch kurz sollen wir noch ganz kurz ja, lesen dann Bruder, ich hab gelesen ja. Bruder ja. ich hab das ja nee lese ich ja. nachdem er die Todestrinität wie sozusagen wiederholt hat ja sagte er also Abu Musa sagte ordered that the man be killed and he was killed ja. Er wurde dann getötet, dieser Apostat. Ja? Und guck mal, was danach für ein Schwachsinn drin steht. Guck mal, was für ein Schwachsinn. Abu Musa fügte dann hinzu, danach diskutierten wir die Nacht mit Gebet und einer sagte, ich bete und schlafe und ich hoffe, dass Allah auch meinen Schlaf belohnt, genauso wie meine Gebete. Bruder, schreiben Leute in den Kommentaren, da möchten ein paar hochkommen. Wähle mal einen aus. Ich hoffe, da können wir weitermachen, vielleicht. Bruder, seit wann kriegt man Lohn für den Schlaf? Okay. Malisch, Habibi. So, wer möchte denn hoch? Hier ist keiner. Ja, weiß Bruder, nicht. Angeblich. Ihr lügt den ganzen Tag nur Lügen. Also, es sind ihr zwei versteht Stimme, alle Hadithe hoch. Falsch, Bruder. Alle Hadithe versteht ihr falsch. Tut mir leid, Bruder. Ihr reißt da alles vom Kontext. Das ist daif.com. Hol mal diesen Qimr 78 hoch. Abu Khanjar, Bruderherz. Guck mal, wir dürfen auch nicht vergessen. Ja, okay, Bruder. Ist manchmal auch ein bisschen zu viel für die hochkommen, aber wir haben auch hier Zuschauer, die auch diese Informationen haben. Genau, genau. Mir geht es ja um die Zuschauer eigentlich mehr, Bruder, natürlich. Deswegen bleibt ich auch sachlich. Er wollte nur hochgekommen, um sich cool zu machen, weißt du? Genau. Ja, das stimmt. Ich denke mal, für heute ist auch genug. Huli, ganz kurz, Huli, wir nehmen jedes Mal Leute hoch, die du willst, aber die haben irgendwie keine Ahnung, Huli. Aber dann heißt es, wir reden mit Unwissenden, das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Ja, genau. Verstehst du, was ich meine? Die sagen, holen wir hoch, aber dann haben die keine Ahnung. Der Herr Jesus Christus segne dich, stolze Satanistin. Die ist schon wieder weg, Bruder. Egal, ist gut. Ja, natürlich. Ich hab Segen gesagt, der Herr Jesus Christus war schon zu viel. Das war schon zu viel, Bruder. Ja. Sie möchte lieber in die Hölle gehen, freiwillig. Das ist auch ein bisschen krass, ne? Ja, das ist krass für mich. Also, das ist unglaublich. Ja. Freiwillig ist man auf die Seite eines Verlierers gegangen. Yani, guck mal, freiwillig. Ich zeig dir mal was. Mhm. Ein Beispiel aus dem Sport sozusagen. Ne? Warte. Schau mal hier. Das ist die Saison 2023 im Fußball in der Bundesliga. Und. Diese Frau ist einfach stolze Satanistin. Wisst ihr, was sie eigentlich gemacht hat? Ihr wurde gefragt, wo möchtest du spielen? Ja. Entweder bei Bayern oder bei Hertha. Und sie hat gesagt, ich will bei Hertha, ich will absteigen. Sie möchte hier spielen. Du bist krass, ich schwöre, was du so manchmal raushaust, ist schon krass. War das jetzt auch ein Sahih-Hadith, Bruder, oder was war das jetzt? Judy, guck mal, Bruder. CL-Finale, ne?
War ja, glaube ich, City gegen Inter Mailand, oder? Ich kenne mich mit Fußball nicht so gut aus, aber das war. Im Finale wurde sie gefragt, auf welche Seite willst du? Gewinner oder Verlierer? Und sie hat gesagt, ich möchte zu den Verlierern gehen. Sie ist freiwillig auf der Verliererseite. Laden wir sie nochmal hoch. Sie hat eine Anfrage geschickt. Wen? Freundliche Dame. Ja, über die ihr schön lästern könnt. Guten Abend. Wir lästern nicht, wir sagen nur den Fakt, ne? Leider. Nee, ist kein Fakt. Warum hast du dich denn auf die Verliererseite? Aber du wolltest ja mit mir schon die ganze Zeit reden. Du hast ganz ehrlich gefragt gehabt. Ich weiß, ey, ich habe das jedes Mal vergessen, wirklich. Tut mir leid, ich bin gar nicht dazu gekommen. Du hast recht, tatsächlich. Werden wir aber noch nachholen, auf jeden Fall. Heute noch, oder? Weil ich muss jetzt gehen, ich habe nur noch